Zitronensaft, 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 Zitronensaft. Para, 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 para. Hi Leute und willkommen zum nächsten Produkttestvideo. Ja, ich habe gesagt, heute nehme ich mir mal das Soja Frikassee vor, was vor ewigen Zeiten mal in der Vegan Box war, von Famitra. Das stand ja da als Bio ausgepriesen, also auf dem Zettel in der Vegan Box. Aber laut Packung ist es leider nicht Bio. Ich habe mich auch gewundert, denn ich hatte ja schon mal was anderes von Famitra, und zwar diese Soja Frikadellen. Ja, das ist jetzt Soja Frikassee. Famitra, die vegetarische Verführung für 5 Portionen. Ja, Sojafrikassee ist ein Halbfertigprodukt, enthält kein Fleisch, für vegane Ernährung geeignet. Ohne Geschmacksverstärker und künstliche Zusatzstoffe, ohne Gentechnik. Zutaten: Soja-Eiweißkonzentrat, ca. 70% Eiweißgehalt, Gemüsebestandteile, natürliches Aroma, Meersalz, Selleriepulver, Gewürze. Zubereitung, ja, machen wir gleich. Famitra Soja Frikassee ist ein sehr fettarmes Halbfertiggericht, das Sie nach Ihren Vorstellungen noch variieren können. Zum Beispiel mit etwas Sahne, Diätvorschrift beachten, einem Eigelb, Eigelbersatz, ja, macht sehr viel Sinn, zumindest bei mir, Spargel oder Champignons. Bei Verwendung von Gemüse aus Konserven bitte den oben genannten Wasseranteil um die Menge der Flüssigkeit aus der Konserve verringern. Ja, logischerweise, also ich habe jetzt zwar Pilze da, aber ich glaube, ich werde es nicht variieren. Also ich will bei den Produkttests auch immer das Gericht, was hier wirklich verkauft wird, gerne testen. Und wenn hier jetzt stehen würde, Sie brauchen noch 100 Gramm Champignons, braten Sie die vorher an, und so und so viel Zwiebeln, braten Sie das vorher an, dann würde ich es machen. Aber wenn hier steht, Sie können, dann ist es ja eigentlich auch so, dass das Gericht an sich dann auch so schmecken sollte. Deswegen werde ich das jetzt weglassen, werde das nicht mit Pilzen machen. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt für mich selber machen würde, würde ich wahrscheinlich Pilze oder Zwiebeln oder sonst irgendwas reinmachen. Ja, wie gesagt, mache ich jetzt nicht. Okay, mal schauen, bin gespannt. Ja, ich wollte jetzt eben erst so eine Wokpfanne verwenden, weil ich dachte, dass das Frikassee so viel, dass es so viel ist, weil für 5 Portionen. Aber hier steht jetzt Beutelinhalt: in 0,8 Liter kaltes Wasser geben und ca. 20 Minuten zugedeckt bei geringer Temperatur kochen lassen. Dann bei Bedarf bitte erst am Ende des Kochvorgangs mit einem Bindemittel andicken. Ich hoffe mal, das ist nicht mehr nötig. Also das würde ich jetzt wünschen, dass das hier schon mit drin ist. Und mit Zitronensaft abschmecken. Die Menge reicht je nach Zubereitung für ca. 5 Portionen. Je nach Zubereitung? Was bedeutet das denn jetzt? Also ich meine, hier ist ja festgelegt 0,8 Liter, dann würde ich jetzt sagen, wenn hier steht für ca. 5 Portionen, dass es dann auch für ca. 5 Portionen reicht. Oder meine jetzt, weil man da noch mehr Gemüse reinmachen könnte. Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja, schauen wir mal, wie das wird nachher. Achten Sie darauf, dass keine Restbestände mehr in der Tüte haften. Okay, toll. Ja, okay, 0,8 Liter. So, ich gebe jetzt mal das kalte Wasser hier rein. Ja, und so sieht es da drin aus. Das ist quasi das Frikassee nachher. Und hat noch ein bisschen feineres Zeugs, wahrscheinlich jetzt Gewürze und sowas. Was stand hier? Gemüsebestandteile, Aroma, Salz, Selleriepulver, Gewürze. Ja. So, darauf achten, dass keine Restbestände mehr drin sind. Nein, sind nicht. So, das schalte ich den Herd jetzt mal an und rühre das so lange schon mal ein bisschen um hier. Was mir auch mal ein bisschen irritiert ist, wenn hier steht, Beutelinhalt in 0,8 Liter kaltes Wasser geben und ca. 20 Minuten zugedeckt bei geringer Temperatur kochen lassen. So, heißt das jetzt, ich mache das jetzt an und warte 20 Minuten, oder lasse ich es kochen, schalte dann auf kleine Temperatur runter und warte dann 20 Minuten. Also ich weiß es jetzt. Ich werde es jetzt wahrscheinlich aufkochen lassen auf volle Stufe. Und dann denke ich mal 20 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. Aber ja, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, Leute, die sich ja sowas auch kaufen für zu Hause,
Die machen das vielleicht auch, weil sie halt wenig Zeit haben, weil das vielleicht ein bisschen Zeit spart. Aber oftmals ja auch, weil sie mit dem Kochen vielleicht nicht so firm sind. Und da würde ich einfach denken, dass das eindeutig draufstehen muss. Also, dass man wirklich dann schreibt, ja, aufkochen, zudecken und dann auf kleine Temperatur schalten und so weiter und so fort. Ja, würde ich mir jedenfalls irgendwie wünschen. Also ich mache es jetzt so, wie ich eben gesagt habe. Ich hoffe, das ist richtig. Weil ich glaube, wenn ich jetzt auf kleine Temperatur schalte und das ist kaltes Wasser, dann kocht das, glaube ich, nicht lang genug. Also ich glaube, dann wird das nach etlichen Zeiten irgendwann anfangen, leicht zu köcheln. Und dann sind die 20 Minuten wahrscheinlich auch schon rum. Naja, egal. Mal gucken, wie es wird. So, nebenbei koche ich mir jetzt hier noch ein bisschen Reis, den ich dann dazu essen kann einfach. Und ich glaube, ich werde das auch jetzt schon abdecken, einfach damit es schneller zu kochen beginnt. Zitronensaft würzen. Ich habe keinen Zitronensaft da! Zitronensaft. Ah ja. So, jetzt kocht es. Das waren jetzt ungefähr 10 Minuten. Schalte ich jetzt auf kleine Hitze runter, ich denke mal auf Stufe 2 bis 3 ungefähr. Und mit Deckel steht die jetzt hier, allerdings schäumt das ganz schön hoch. Ja, hoffentlich kocht das jetzt nicht über, wenn ich jetzt das wieder abdecke. So, das war eine 20 Minuten Kochzeit und wie ihr seht, ja, es ist irgendwie noch total flüssig. Also vielleicht nehme ich das ja alles ein bisschen genau, aber hier steht bei Bedarf, bitte erst am Ende des Kochvorgangs mit einem Bindemittel andicken. Und ich finde, das ist nicht bei Bedarf, das ist, ja, also, ich meine, man kann es auch als Suppe essen, aber das ist auf jeden Fall am Ende der Kochzeit mit einem Bindemittel andicken. Ja, ich finde, man hätte hier einfach was reinmachen können, Stärke zum Beispiel oder irgendwas, dass das einfach am Ende der Kochzeit dann wirklich ein bisschen dicklich ist. Weil, ja, ich finde, dann kann man sich das auch schenken, dann kann ich mir auch solche Sojaschnetzel kaufen und ein bisschen Gewürze reintun. Und dann, ja, weil so brauche ich genauso viel Aufwand. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Stärke angerührt. So viel habe ich genauso viel Aufwand, wie wenn ich das jetzt einfach selber kochen würde. Aber gut, ich werde es jetzt nochmal hochschalten und die Stärke reingeben. Ich hoffe, das reicht jetzt. Das war jetzt nur ein Esslöffel. Und ein Frikassee ist ja eigentlich immer auch weiß, zumindest ursprünglich. Und hier auf der Packung ist es ja auch weiß zu sehen. Deswegen werde ich auch noch ein kleines bisschen Sojasahne reinmachen. Leider muss ich sagen, weil eigentlich würde ich mir wünschen, dass das von sich aus so aussehen würde. Oder von sich aus so aussehen müsste. Sonst müsste man hier einfach raufschreiben, dass man das tun muss und nicht, dass man das tun kann. Also hier steht ja, dass sie nach ihren Vorstellungen noch variieren können. Variieren heißt für mich, ich kann das noch irgendwie verändern, wenn ich möchte. Aber wenn ich jetzt das haben möchte, was hier auf der Packung draufsteht, dann müsste zumindest das, was hier draufsteht, also was ich machen muss, dann müsste das zumindest so aussehen und nicht, ja, halt so jetzt. Den gebe ich jetzt ein paar Schluck Sojasahne rein. So, und ungefähr so hätte es für mich jetzt eigentlich aussehen müssen, wenn ich einfach nur ja, nach Packungsanleitung gekocht hätte. Aber naja. Da steht ja noch ein bisschen mit Zitronensaft abschmecken. Gebe jetzt einfach ein paar, so einen Teelöffel gebe ich jetzt einfach mal rein. Ja, und fertig ist das Frikassee. Ja, ich habe es übrigens auch schon vorprobiert, wie es jetzt ohne Sojasahne und Zitronensaft geschmeckt hat. Und ich muss sagen, es ist richtig lecker würzig. Also ja, gefällt mir richtig gut. Ja, wie gesagt, bei der Anleitung dieses Mal,
Ich glaube, die Punkte vergebe ich jetzt schon mal. Also so viele Sachen, die mich da wirklich gestört haben, ich muss mich eigentlich nicht wiederholen, aber bei einem halbfertig Produkt, finde ich, sollten genaue Angaben draufstehen, wie man das hinbekommt, was wirklich auf der Packung drauf zu sehen ist, zumindest ungefähr das. Und das war es halt einfach nicht. Da stand drin, man kann es variieren und es ist keine Variation, wenn man das genauso hinkriegen möchte, sondern es ist halt genau so, müsste das halt auch dastehen. Also entweder müsste es in der Packung mit drin sein oder es müsste dastehen, Sie müssen jetzt so und so viel Sahne oder Sojasahne dazugeben und ja, Sie müssen ein Bindemittel so und so viel dazugeben, ja, damit Sie halt dieses Ergebnis bekommen. Deswegen würde ich sagen, weil es trotzdem ziemlich einfach war zu kochen, würde ich sagen, 5 von 10 Tofus in diesem Fall, ja, finde ich, könnte man sehr viel genauer schreiben. Ja, jetzt nochmal zum Geschmack. Wie gesagt, ohne Sojasahne und Zitronensaft war schon echt lecker. Wow, das ist echt lecker. Das ist, also lecker ist es wirklich. Ja, wenn ich jetzt nur den Reis mit der Soße probiere, dann erinnert das wirklich an früher an Hühnerfrikassee. Jetzt ohne den Hühnergeschmack natürlich. Und die Sojaschnitzel, da merkt man natürlich, die Konsistenz ist ganz anders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich super lecker. Also, was die Gewürze betrifft und was den Geschmack betrifft, haben sie damit wirklich eine Punktlandung gemacht, finde ich. Ist natürlich jetzt ein bisschen anders noch durch die Sojasahne auch und den Zitronensaft, aber das stand ja eigentlich auch so drauf. Obwohl Zitronensaft stand auch nur drauf, nach Bedarf. Aber wie gesagt, auch vorher war es schon richtig würzig und lecker. Nur durch diese Säure, ja, erinnert es jetzt wirklich halt richtig an Frikassee. Also für den Geschmack würde ich diesmal, ich habe letztes Mal gesagt, das ist eine seltene Wertung. Oder vorletztes Mal. Aber im Pudding habe ich das gesagt. Aber ich würde diesmal wirklich 10 Punkte wieder vergeben. Weil, ja, also es ist richtig lecker. Ja, das einzige Manko ist jetzt, dass es halt nicht Bio ist. Das wäre dann wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mir das jetzt nicht nochmal kaufen würde. Wobei ich mir sowieso eigentlich nie fertig oder halbfertig Gerichte kaufe. Deswegen sowieso nicht. Aber wenn es Bio wäre und ich bin in der Situation, wo ich halt nicht so viele Möglichkeiten habe, zum Beispiel im Urlaub, in einer Ferienwohnung, finde ich immer ein gutes Beispiel. Und ich würde das finden und das wäre Bio, dann würde ich es mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Ja, aber so würde ich dann doch lieber selber meine Sojaschnitzel mir besorgen und das selber würzen. Aber trotz alledem wirklich super lecker. Ja, das war's auch schon mit diesem kleinen Produkttest. Wenn ihr noch andere Sachen habt, die ich noch testen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. Am besten so halbfertig Produkte. Und ich glaube, ein paar Sachen habe ich ja noch aus der Vegan Box offen, glaube ich. Ja, die kommen auf jeden Fall noch demnächst. Hoffe ich jedenfalls. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr das mal ausprobiert. Und ansonsten bis zum nächsten Kochvideo. Tschüss!